Schönen guten Tag zu einer Verbundaufgabe zum Thema Softwarekonzeption. Ich möchte in dieser Konzeption mal an dem Beispiel für eine Leitstelle, die ich mir ausgedacht habe, wie sie funktionieren könnte, erklären, wie dort verschiedenste Dokumentationsformen der Konzeption für Struktur und Verhalten angefertigt werden können und wie man diese lesen muss, ausgehend aus der Aufgabenstellung, der Anforderungen und auch des zur Verfügung gestellten Klassendiagramms. Wir werden mit der Aufgabenstellung und dem Klassendiagramm beginnen. Danach gucken wir uns dann das Zustandsdiagramm an, dann das Aktivitätsdiagramm, dann den Pseudocode und zum Schluss das Sequenzdiagramm. Diese Diagramme werden wir nicht für alle Methoden und alle Strukturen im Detail ausarbeiten, sondern hier Auszüge uns angucken. Aber ich denke, dann wird man auch nachvollziehen können, wie diese Diagramme benutzt und erstellt werden. Die Aufgabenstellung ist so eine Art Klausuraufgabe, die für eine 75-Minuten-Klausur gedacht ist. Sie besteht aus einer Formulierung der Anforderungen für eine Leitstelle. Das heißt, es gibt hier Krankenhäuser, die haben Krankenwagen. Es gibt einen Notruf, der eingeht. Daraufhin werden die Krankenhäuser von der Leitstelle angefragt, ob sie freie Plätze haben, ob sie einen freien Krankenwagen haben, der sich um die Patienten kümmern kann. Das wird von den Krankenhäusern eben beantwortet. Wenn das erfolgreich beantwortet ist, dann wird am Ende ein Auftrag erteilt an einen Krankenwagen, der dann rausfährt und zum Schluss die Patienten in das Krankenhaus wieder bringt. Der Krankenwagen hat dabei vier konkrete Zustände, die hier beschrieben werden, nämlich er ist in der Zielfahrt, das heißt, er hat einen Patient aufgenommen und fährt zum Krankenhaus zurück. Er ist in der Anfahrt, das heißt, er hat noch keinen Patienten und ist auf dem Weg zum Patienten. Er ist auf der Rückfahrt, nachdem er einen Patienten abgesetzt hat im Krankenhaus, zurück zu seinem Stellplatz und er ist frei. Ja, das heißt, er steht auf seinem Stellplatz an seinem zugehörigen Krankenhaus. Wir werden uns das Klassendiagramm gleich mal etwas im Detail anschauen, um auch dort mal mitzunehmen, wie ich dieses Klassendiagramm erstellt habe. Und zwar habe ich hier eine Situation mir mal überlegt, wie könnte man sowas machen auf Basis der Aufgabenstellung. Ja, also es ist durchaus möglich, dass man das auch anders abbilden kann. Und zwar habe ich gesagt, es gibt also ganz zentral eine Leitstelle. Ja, diese Leitstelle hier hat Kenntnis über alle Krankenhäuser, die es gibt und auch über alle Aufträge, die an Krankenhäuser rausgegangen sind, um dort Patienten abzuholen, zu retten, was auch immer. Die Leitstelle kann alarmiert werden durch die Methode Alarm. Diese Methode Alarm bekommt übergeben den Einsatzort und auch die Patientin, ja, oder den Patienten, um den es geht. Diese Leitstelle versucht dann, einen Krankenwagen und ein Krankenhaus zu finden, welches beauftragt werden kann. Sollte es wider Erwarten nicht gelingen, einen solchen Krankenwagen zu finden, den man da beauftragen kann, dann wird am Ende false zurückgegeben. Das heißt, der Notarzt, der die Leitstelle alarmiert, der würde eine andere Leitstelle anrufen müssen, um dort die durch diese Leitstelle gemanagten Krankenhäuser dann zu beauftragen, den Notfall zu erledigen bzw. die Patienten abzuholen, ins Krankenhaus zu bringen. Die Leitstelle besitzt eine Liste aller Krankenhäuser. Ja, das sehen wir hier. Diese Krankenhäuser, also ein Krankenhaus, hat eine Liste aller seiner Krankenwagen.
Wir haben eine Liste der Patienten, die in dem Krankenhaus drin sind. Es gibt eine maximale Kapazität, die so ein Krankenhaus halt hat. Und natürlich hier der Ort, wo ist das Krankenhaus? Wenn die Leitstelle jetzt nachfragen möchte, ist denn überhaupt noch Platz bei euch? Habt ihr noch Kapazität? Dann kann die Leitstelle dafür die Methode Get freie Plätze aufrufen. Da kommt eine Zahl zurück. Wenn die größer 0 ist, heißt es ja, wir haben noch einen freien Platz. Jetzt kann es aber sein, dass das Krankenhaus zwar noch freie Plätze hat, aber dass es gerade keinen Krankenwagen gibt, weil die alle unterwegs schon sind, um andere Patienten abzuholen. Deswegen gibt es also diese Get freien Krankenwagen-Methode, die eventuell auch mal null zurückgeben kann, wenn es zurzeit keinen freien Krankenwagen gibt. Ganz zum Schluss wird der Krankenwagen, der einen Patienten abgeholt hat, diesen Patienten übergeben mit der Methode Übergabe, um dann selbst in den Stellplatz zum Stellplatz zurückzukehren. Das Krankenhaus wird, sobald es hier mit Get freien Krankenwagen einen Krankenwagen oder im NAL zurückgegeben hat, auch seine interne Datenstrukturen aktualisieren, denn wenn es einen freien Krankenwagen zurückgegeben hat, dann wird es automatisch schon wissen, okay, ich habe jetzt ein bisschen Kapazität weniger, weil ich kriege gleich einen Patienten. Ja, also das wird dann durch diese Methode auch mit abgedeckt. So, die Liste der Krankenwagen verweist auf Instanzen der Klasse Krankenwagen. Hier ist der Krankenwagen. Der Krankenwagen kann über einen Auftrag beauftragt werden, einen Patienten an einem bestimmten Ort abzuholen. Diese Beauftragung kann er auch ablehnen, wenn er nämlich gerade nicht frei ist. Ja, es ist sinnvoll, nur einen Krankenwagen zu beauftragen, einen Patienten abzuholen, wenn er frei ist, sodass wir also niemals da ein False zurückkriegen sollten. Und wir können jederzeit fragen, zu welchem Krankenhaus dieser gehört. Und wir können auch den Zustand jederzeit abrufen. Also das Krankenhaus kann den Zustand vom Krankenwagen abrufen, ne, weil hier die Variable Zustand public ist. Das heißt, sie ist für das Krankenhaus verfügbar. Alle Methoden, die übrigens hier private sind, also mit einem Minus versehen sind, und alle Attribute, also es bezieht sich nur auf Attribute, die ein Minus haben. Alle Methoden haben ja hier ein Plus, sind also public. Aber die Attribute mit einem Minus, die kann man nicht direkt abrufen. Da muss man, wenn man deren Inhalte wissen möchte, mit Hilfe einer Schleusenmethode, also einer Methode, diese Abrufe erhalten. Ja, das ist zum Beispiel relevant für einen Auftrag. Wenn ich wissen möchte, wohin der Krankenwagen fahren muss, um seinen Auftrag auszuführen, dann kann er nicht einfach sagen, okay, ich kriege zwar hier den Auftrag zu fassen und kann dann den Einsatzort abrufen. Nee, das geht nicht, denn der Einsatzort ist private und damit nicht für den Krankenwagen sichtbar. Aber glücklicherweise gibt es hier eine Schleusenmethode, die public ist und die gibt ja den Einsatzort zurück. Der Auftrag kann mit einem Konstruktormethode erschaffen werden. Diese Konstruktormethode erhält den Einsatzort, den Krankenwagen und auch den Patienten, der da befördert werden soll. Das Ganze macht Sinn, dass die Leitstelle dann in der Alarmmethode diesen Auftrag dann erstellt, wenn sie herausgefunden hat, welches Krankenhaus mit welchem Krankenwagen noch einen freien Platz hat und den Patienten abholen kann. Ja, also die Alarmmethode in der Leitstelle, die wird eine sehr zentrale Rolle spielen. Und das werden wir also auch dann besonders im Sequenzdiagramm sehen können. So, was haben wir noch für Klassen hier? Es gibt noch die Klasse Ort, XY-Koordinat, ja, da hätte man auch eine Straße reinschreiben können oder was auch immer. Und wir haben noch die Patientin, die einen Namen hat und eine Krankenkasse hat und noch weitere Attribute hat, die für uns aber hier nicht relevant sind. Also Patientin und Ort werden wir hier in den Diagramm komplett ignorieren, aber theoretisch gehören sie dazu zur Vollständigkeit. Was wir auch nicht direkt ausführen in dem Klassendiagramm, ist die Enumeration Zustand, also eine Aufzählungsvariable.
Die Zustände hatte ich vorhin schon erwähnt. Wir könnten über eine weitere Klasse den Zustand hier auch im Klassendiagramm einzeichnen, aber das ist nicht so relevant, Enumerationen in ein Klassendiagramm einzuzeichnen. Ja, deswegen findet sich das hier nicht aus Gründen der Übersichtlichkeit in dem Klassendiagramm wieder. So, als allererstes in der Aufgabenstellung, ich gehe nochmal kurz zurück zur Aufgabenstellung, gibt es die Aufgabe 1, diese verlangt, dass man für die Enumeration Zustand hier ein Zustandsdiagramm erstellt, wo die Zustände aufgeführt werden und wo auch dargelegt wird, wie man von einem Zustand zum nächsten Zustand kommt, über welche Aktivität. Und das schauen wir uns als allererstes Verhaltensdiagramm jetzt an und werden dafür dann die Zustände darstellen, die ich auch hier schon in Prosa ja in der Aufgabenstellung aufgeführt habe. Ja. Es beginnt an einem konkreten Einstiegspunkt, den ich hier mal dargestellt habe. Dieser Einstiegspunkt wird dann zu unseren Zuständen führen. Ja, ich führe mal die Zustände hier schon mal auf. Die Zustände sind im Grunde unsere Rechtecke. Und ich sage mal, dass nach dem Einstiegspunkt zu urteilen, der erste Zustand, in dem sich also jeder Krankenwagen befindet, sobald er in Dienst genommen wird, ist dann der Zustand frei. Sobald ein Auftrag reinkommt, der an den Krankenwagen ja übermittelt wird, mit der Methode beauftragen, wird also der Krankenwagen nicht mehr in dem Zustand frei sich befinden, ja, sondern wird in den Zustand in Anfahrt übergehen. Und das Verhalten, die Aktivität, die ihn dazu bringt, den Zustand zu ändern, ist dann, dass ein Auftrag erteilt wird. Ja, also die Aktivität, erteile Auftrag oder beauftragen, wird dann in den neuen Zustand in Anfahrt überführen. Das Zustandsdiagramm zeigt nicht zeitliche Abfolgen an, wie das Aktivitätsdiagramm, sondern zeigt an, aus welchem Zustand komme ich mit welcher Aktivität in welchen Nachfolgezustand. Dabei können das beliebig oft wiederholt werden, diese Zustände. Es kann auch Schleifen geben. Ja, wir zeigen hier also keine zeitliche Entwicklung, sondern nur, wie entwickeln sich denn die Zustände über Aktivitäten in Nachfolgezustände. So, wenn ich den Krankenwagen im Anfahrt habe, das heißt, er fährt jetzt zum Patienten, dann kann er den Patienten aufnehmen und nach der Aufnahme des Patienten ist er dann in der Zielfahrt. Ja, er hat also den Patienten am Einsatzort eingesammelt. Dadurch ist eine Aktivität ausgeführt worden und er ist dann in dem Zustand in Zielfahrt. In diesem Zustand in Zielfahrt bewegt er sich also jetzt zum Krankenhaus zu, um dort den Patienten abzuliefern. Liefert er dann dem Patientenhaus ab und hat damit den Patienten übergeben, kommen wir in den Zustand in Rückfahrt. Er ist jetzt quasi leer und fährt auf seinen Stellplatz und hat er den Stellplatz erreicht. Nach dem Fahren zu dem Stellplatz, dann befinden wir uns wieder in dem Zustand frei. Also es gibt hier keine Endmarkierung, ja, also das Gegenteil zur Startmarkierung, weil der Krankenwagen niemals mehr aus diesem Kreis hier rauskommt. Ne? Er wartet einfach hier dann auf den nächsten Auftrag und würde dann erneut diese Zustände wieder abarbeiten, bis er dann wieder in den Zustand frei landet. Das Zustandsdiagramm zeigt also Zustände in unseren Rechtecken hier und Aktivitäten, welche
die Zustände in Nachfolgezustände überführen. Man kann hier auch noch einen Diamant mit dazu nehmen als Bedingungsentscheidungsfinder, ja, wenn man also sagt, okay, unter der Bedingung wird der Zustand und unter der Bedingung der Zustand als nächstes oder als potenzielle Möglichkeit erreicht. Ja, das kann man hier auch noch mit hinzufügen, habe ich jetzt hier aber nicht verwendet. Wird dafür aber im Aktivitätsdiagramm uns begegnen. Was wir jetzt uns anschauen. Das Aktivitätsdiagramm hat also auch wieder einen Startpunkt. Diesen Startpunkt habe ich hier auch schon eingezeichnet. Ja. Und der Notarzt oder irgendjemand ruft die Leitstelle an. Jetzt stehen in diesen Kästchen nicht mehr Zustände drin, sondern im Aktivitätsdiagramm stehen dort Aktivitäten drin. Und die Kanten sind jetzt keine Aktivitäten mehr, die haben wir jetzt ja in den Kästchen drin, sondern die Kanten sind einfach nur zeitlich gerichtete Abfolgen. Ja, also ich kann immer sehen, wenn ich eine Aktivität ausgeführt habe, komme ich eben durch die Kante, die gerichtet ist, also auf den nächsten, auf die nächste Aktivität zeigt, zur nächsten Aktivität, die ich dann danach ausführe. So, die Leitstelle wird dann ein Krankenhaus anfragen, ob dort, nachdem jetzt der Notruf eingegangen ist, noch Platz ist, ja, hat das Krankenhaus, ich habe es hier mal abgekürzt H, ich frage das erste Krankenhaus H an, ob da noch Platz ist. Und jetzt kann es eben sein, dass, wenn da Platz verfügbar ist, wir hier den Ja-Fall haben. Es kann aber auch sein, dass da kein Platz verfügbar ist. Ja, wenn hier kein Platz verfügbar ist, dann geht es hier unten weiter. Und wir kommen im Grunde wieder da raus, wo wir ein anderes Krankenhaus anfragen, was wir auch wieder H nennen. Also H beschreibe ich einfach das aktuelle Krankenhaus, was wir anfragen. Hier könnte man jetzt noch modellieren, dass man das nächste Krankenhaus in der Liste der Krankenhäuser abarbeitet, aber das habe ich mir jetzt mal geschenkt, weil es klar ist, dass wir im Aktivitätsdiagramm eben diese Krankenhäuser der Reihe nach abfragen. Das wird auch später dann in dem Pseudocode sehr deutlich sichtbar. Da wird es nämlich eine For-Each-Schleife geben, die dann jeweils immer in der Variable H ein konkretes Krankenhaus bearbeitet und abfragt, ob das noch frei ist. Sollte das Krankenhaus tatsächlich noch frei sein, dann fragen wir als nächstes ab, ob wir einen verfügbaren Krankenwagen haben. Ja, das kann nämlich sein, dass das Krankenhaus zwar noch freie Plätze hat, aber dass dort zurzeit keine Krankenwagen zur Verfügung stehen, um die Patienten abzuholen. Deswegen kann es auch wieder hier eben bei einer Bedingung sein, dass es den Fall gibt, ja, Krankenwagen ist verfügbar. Den Krankenwagen nenne ich jetzt hier mal K. Oder eben Krankenwagen ist nicht verfügbar. Wenn es nicht verfügbar ist, ja, dann geht alles wieder zurück zum Anfang und ich frage das nächste Krankenhaus ab, ob ich hier einen freien Platz habe und dann einen freien Krankenwagen habe. Finde ich dann irgendwann mal ein Krankenhaus H mit freiem Platz und in dem Krankenhaus H einen zugehörigen Krankenwagen K, der auch verfügbar ist, dann kann ich einen Auftrag erstellen. Diesen Auftrag nenne ich jetzt mal A, den ich dort erstelle. Der kriegt ja den Ort, den Patienten und auch den Krankenwagen in seiner Konstruktormethode übergeben, ne, damit der Auftrag komplett ausgestattet ist mit allen Informationen, die man braucht. Nachdem der Auftrag erstellt wurde, kann ich diesen Auftrag A dann an den Krankenwagen K schicken und ihn damit beauftragen. So, was macht der Krankenwagen, wenn er beauftragt ist? Er fährt natürlich zum Einsatzort. Und um den zu kennen, muss der Krankenwagen den Ort erstmal erfragen. Er kann den Ort
von dem Auftrag nicht direkt abrufen, das hatte ich vorhin schon erwähnt, weil der ja private ist, also nicht sichtbar für den Krankenwagen, aber er kann diese Methode nutzen, um den Ort zu erfragen. Wenn er den Ort dann kennt, dann kann er den Patienten abholen und wird diesen Patienten dann ins Krankenhaus bringen, ne, als nachfolgende Aktivität, nachdem er den Patienten abgeholt hat. Wenn er dann den Patienten abgeliefert hat, dann kann der Krankenwagen zurück zum Stellplatz fahren und hier ist jetzt die Endmarkierung. Ja, das ist ein gefüllter Knubbel mit einem Kreis drumherum. Das bedeutet, hier ist das Ende. Das heißt, hier wird also ein Auftrag jetzt als fertig spezifiziert, gekennzeichnet. Ja. Man könnte auch sagen, wir haben vielleicht noch weitere Aktivitäten, sodass wir auch wieder so einen Kreis bekommen, wie wir das beim Zustandsdiagramm gesehen haben. Aber aus Sicht einer Auftragsdurchführung hat hier dieser Auftrag sozusagen sein Ende erreicht, nachdem der Krankenwagen diesen Patienten, um den es ja ging in dem Auftrag, dann abgeliefert hat im Krankenhaus. So, dann haben wir jetzt schon mal Zustands- und Aktivitätsdiagramm angeschaut. Aktivitätsdiagramm ist ein Diagramm, was am gröbsten uns eigentlich eine Übersicht gibt. Ja, schon etwas feiner ausgearbeitet sehen wir dann die Aktivitäten und die Verhalten und was bei wem wo aufgerufen wird, wenn wir uns den Pseudocode anschauen. Der Pseudocode beschreibt hier aber erstmal nur die Methode Alarm. Ja, wir wollen mal mit dieser Methode uns hier erstmal begnügen, weil die ist tatsächlich die spannendste Methode. Wir werden auch sehen, wenn wir das Sequenzdiagramm uns anschauen, da haben wir schon ultra viel zu tun, wenn wir allein nur von dieser Methode Alarm mal uns die ganzen Aufrufe und Kommunikation zwischen Objekten betrachten. Die Funktion Alarm wird vom Notarzt ja aufgerufen an der Leitstelle und der Notarzt teilt also telefonisch zum Beispiel den Ort mit und um welchen Patienten es sich handelt, also zum Beispiel was der für eine Verletzung hat. Und die Leitstelle, von der jetzt die Alarmmethode aufgerufen wird, die wird am Ende ein Boolean zurückgeben. Ja, hoffentlich true, weil das bedeutet, ich habe ein Krankenhaus gefunden und einen Krankenwagen, der sich jetzt um den Patienten kümmern kann. So, die Leitstelle, die wird jetzt erstmal versuchen, alle Krankenhäuser zu befragen in einer For-Each-Schleife, ob die gerade frei sind. Ja, ob die noch Platz haben. Und da ist es eben am besten, wir nehmen eine For-Each-Schleife und formulieren für alle H in Häuser. Häuser ist eine Member-Variable, die in der Leitstelle vorkommt, deswegen kann die Leitstelle darauf zugreifen. So, was machen wir dann, wenn wir ein H als eines dieser Krankenhäuser, die die Leitstelle kennt, abgespeichert haben in dem Body der Vorschleife? Wir gucken, ob H noch freie Plätze hat. Also ist die Methode getFreiePlätze, die wir an der Variablen H aufrufen, hat die noch als Ergebnis mehr als 0? Ja, wenn sie nämlich nicht mehr als 0 hat, dann brauchen wir dieses Krankenhaus gar nicht weiter bearbeiten, weil wir wissen, okay, da ist eh kein Platz. Dann lass uns lieber das nächste Krankenhaus fragen. Sollte das Krankenhaus allerdings Platz haben, dann können wir weitermachen und fragen, hier, gib mir mal einen freien Krankenwagen. In der Variable K werden wir dann diesen freien Krankenwagen auffangen, ja, den die Methode getFreien Krankenwagen von der Variable H, das habe ich hier noch nicht eingezeichnet, uns zurückgibt. So, wir rufen also diese Methoden immer von konkreten Instanzen ab. Ja, und diese Instanzen müssen dann auch eine solche Methode in ihrer Klasse vorsehen. Ansonsten
funktioniert es eben nicht. Und schau immer bitte, dass die Methoden, die du hier aufrufst, tatsächlich an einer Instanz aufgerufen werden und dass diese Instanz von einer Klasse ist, welche diese Methode auch anbietet. Über das Klassendiagramm kann man ja sehr deutlich dann sich immer in Erinnerung rufen, welche Methoden gibt es denn da eigentlich, die ich aufrufen kann. So, der Krankenwagen, den wir hier erfragen, der wird vom Krankenhaus jetzt zurückgegeben als Antwort. Es kann aber auch sein, wenn es keinen freien Krankenwagen mehr gibt, dass der nicht zurückgegeben wird. Und dann ist er nämlich null. Ja, und genau das frage ich in der nächsten Bedingung ab. Wenn K ungleich null ist, also nur dann, wenn K wirklich ein Krankenwagen ist und nicht null, null heißt so viel wie nichts, ja, gibt nichts, dann geh bitte hier in den Body dieser Wenn-Bedingung rein und da erzeuge mal den Auftrag A, indem du den Ort, den Krankenwagen K und den Patienten P, ja, also Ort haben wir hier oben, Patient P haben wir hier, Krankenwagen K haben wir hier ja erhalten. Das stecken wir jetzt über die Konstruktormethode in den Auftrag A rein. Und dann können wir diesen erzeugten Auftrag A in unsere Liste der Aufträge übernehmen, ja, damit die Leitstelle also weiterhin für alle Zeit weiß, ich habe da meinen Auftrag gehabt zu Abrechnungszwecken und auch um zu gucken, was wurde eigentlich wann gemacht, ist es sinnvoll, eine Liste zu führen mit allen Sachen, die beauftragt worden sind. Da fügen wir dann unseren Auftrag A in diese Liste ein. So, dann können wir hier den Krankenwagen K dann tatsächlich auch beauftragen. Der kriegt also dort den Auftrag A übergeben. Ja, und wir können jetzt, weil wir erfolgreich einen Krankenwagen gefunden haben, die Methode verlassen mit Return True. Sollten wir entweder hier oben schon ein Krankenhaus H gefunden haben, was keine freien Plätze hat, oder hier ein Krankenwagen K, der zurzeit nicht verfügbar ist, also null ist, dann würden wir in der For-Each-Schleife in den Kopf zurückkehren und das nächste Krankenhaus aus der Liste Häuser in der Variable H abspeichern. Wenn wir alle Häuser durchgelaufen sind und niemals gab es den Fall, dass wir hier das Return True erreicht haben, dann müssen wir leider dem Notarzt, der händeringend nach einem Krankenhaus sucht, um Patienten aufzunehmen, Bescheid geben. Leider konnten wir kein Krankenhaus finden, also Return False. Damit weiß der Notarzt, oh Mist, ich muss jetzt eine andere Leitstelle benachrichtigen und diese eben fragen, ob sie mit ihren Krankenhäusern und Krankenwagen dann meinen Patienten, den ich jetzt notversorgt habe, dann ja, abholen und ins Krankenhaus einliefern können. So, diese Methode Alarm gucken wir uns jetzt mal in dem Klassendiagramm an. Ja, und alles, was in der Methode Alarm dargestellt wurde, alle Aufrufe, alle Methodenaufrufe, müssen dann dementsprechend auch in dem Sequenzdiagramm dargestellt werden. Das Sequenzdiagramm besitzt für alle relevanten Objekte, also Instanzen, ja, Instanzen, Objekte, Objektinstanzen ist Synonym für ein und das Gleiche, eine Spalte. Zum Beispiel der Notarzt hat eine Spalte, der benachrichtigt ja die Leitstelle. Dann haben wir unsere Krankenhäuser H1 bis H3. Laut Aufgabenstellung haben wir also drei Krankenhäuser. Wir haben außerdem für jedes Krankenhaus einen Krankenwagen K1 bis K3. Und diese Objektinstanzen, die existieren alle schon, die sind schon erschaffen worden. Ja? Deswegen gibt es also hier ihre ja, Nennung. Ihr seht, dass hier der Notarzt und die Leitstelle, die tragen keinen variablen Namen. Ne? Da steht nur, dass sie vom Typ Notarzt und Leitstelle sind. Was okay ist, weil wir haben nur eine Leitstelle und nur einen Notarzt. Aber um die Instanzen zu unterscheiden, habe ich hier
diese mit einem Variablennamen versehen und immer hintergeschrieben, von welchem Datentyp diese sind. So, wir haben dann die Lebenslinien, das heißt, die existieren alle, werden aber gerade nicht ausgeführt, ne, weil es keine Balken gibt. Erst wenn der Notarzt jetzt hier die Leitstelle alarmiert, ja, dann kriegt also der Notarzt einen Balken und in dem Moment, wo die Leitstelle alarmiert wird, beginnt sie auch aktiv zu werden. Ne? Der Aufruf von Methoden erzeugt immer Aktivität an den Instanzen, für die, an denen die Methode aufgerufen wird. Man sieht ja auch, dass die Pfeilspitze genau auf die Leitstelle zeigt. Das bedeutet, im Klassendiagramm muss es eine Methode in der Klasse Leitstelle geben, die diesen Namen hier trägt und diese Datentypen Ort und Patient hier vorsieht. Ich habe mal den Ort O genannt und den ersten Patienten P1. Ja? Man muss nicht unbedingt die Variablennamen angeben, wenn man aber die Variablennamen kennt oder auch die Inhalte kennt, dann kann man diese auch direkt hier reinschreiben, sodass das Sequenzdiagramm dann noch leichter lesbar wird und noch mehr Informationen enthält. Wie wir aus dem Pseudocode der Alarmfunktion wissen, wird die Leitstelle als allererstes jetzt mal die ganzen Krankenhäuser hier abklappern, um zu schauen, welche davon denn noch einen freien Platz haben. Ja, genau das machen wir auch. Wir rufen GET-freie Plätze vom ersten Krankenhaus auf. Ich habe jetzt mal die Rückgaben nicht als Datentyp dargestellt, sondern direkt die Werte eingetragen. Durch die Werte sieht man auch, was es für ein Datentyp ist, denn die Zahl 0 kann halt nur ein Int sein, ja, deswegen ist es jetzt nicht falsch oder so. Aber das Sequenzdiagramm hat dadurch noch mehr Aussagekraft und wir sehen gleich, was in dem konkreten Fall hier die Krankenhäuser zurückgeben. Es wurde auch so in der Aufgabenstellung formuliert, dass das Krankenhaus H1 keine freien Plätze mehr hat. Ja, deswegen kommt da die 0 zurück. Aus dem Pseudocode wissen wir, wenn das Krankenhaus H1 0 zurückgibt, dann beschäftigen wir uns nicht weiter mit dem Krankenhaus H1, weil es hat eh keinen Platz. Wir werden nämlich dann sofort das nächste Krankenhaus anfragen und dort gucken, wie viele freie Plätze es hat. Ja, und das hat noch 10 freie Plätze und in dem Moment, wo wir es anfragen, wird hier auch die Aktivität gestartet bei dem Krankenhaus H2. Dadurch, dass wir jetzt erfolgreich ein Krankenhaus gefunden haben, was noch Platz hat, können wir dann fragen, ob es einen Krankenwagen gibt. So, dieser Krankenwagen ist auch verfügbar. Das ist der Krankenwagen K2, der zu dem Krankenhaus H2 gehört. Und der wird hier direkt returned. Ja, und das habe ich hier auch wieder mit K2 dann eingezeichnet. Ich könnte auch hinschreiben, Doppelpunkt Krankenwagen, aber da K2 ja der Krankenwagen ist, ne, das sieht man hier, K2 ist Krankenwagen, kann ich das auch hier gleich ein bisschen genauer hinschreiben, dass dort der Krankenwagen K2 zurückgegeben wird. Jetzt, wo wir den Krankenwagen K2 gefunden haben, kann die Leitstelle einen Auftrag formulieren. Und zwar ruft sie die Konstruktormethode Auftrag auf. Konstruktormethoden lauten immer genauso, wie die Klasse lautet, die sie, in der die Konstruktormethode drin ist. Und wir übergeben ja den Ort, den der Notarzt genannt hat, bei der Alarmierung der Leitstelle. Auch den Patienten 1 als Information übergeben wir an den Auftrag, also in das Formular tragen wir ein, wer ist Patient und wo ist der Unfall. Und wir schreiben auch schon in diesen Auftrag rein, dass der Krankenwagen K2 sich darum kümmert. In dem Moment, wenn eine Konstruktormethode aufgerufen wird, dann wird eine neue Instanz erschaffen. Und genau das ist der Grund, warum hier in einer neuen Spalte A1 als neuer Auftrag entsteht. Ja, der ist also vorher hier noch nicht verfügbar. Da gibt es noch keine Lebenslinie. Erst hier beginnt der zu leben.
Ne, und man sieht auch genau, da beginnt seine Aktivität, wenn der Auftrag als Konstruktormethode hier erschaffen wird. So, returned wird nichts, ne, weil die Konstruktormethoden, die geben die Instanz zurück. Das trägt man aber nicht direkt ein. Man sagt auch in zum Beispiel Java, dass die Rückgabe von einem Konstruktor nichts ist, also nicht void, aber auch nicht irgendein konkreter Datentyp wie Auftrag. Aber es kommt tatsächlich dort eine Instanz der Klasse Auftrag zurück. Ja, der Konstruktor erzeugt ja diese Instanz. Die Leitstelle kriegt jetzt diesen Auftrag, den sie da gerade über die Konstruktormethode erschaffen hat, und kann jetzt mit diesem Auftrag den Krankenwagen ausstatten. Ja, ich beauftrage also den Krankenwagen, indem ich diesem Krankenwagen mit der Methode beauftragen den Auftrag A1 übergebe. Der Krankenwagen antwortet auch sofort, hey, klar, ich kann es übernehmen, weil ich bin ja eh frei. Das haben wir ja vorher klar gemacht, ne, als wir das Krankenhaus gebeten haben, einen freien Krankenwagen zurückzugeben. Das Krankenhaus H2 hatte diesen Krankenwagen K2 zurückgegeben, weil die konnten ja in die Zustandsvariable reinschauen, wie gerade der Zustand ihrer Krankenwagen aussieht, und hat halt einen ausgewählt, der frei ist. Deswegen gibt der Krankenwagen K2 auch true zurück. Ne? Und jetzt ist er beauftragt und möchte gerne losfahren, um den Patienten zu retten, abzuholen, zu versorgen, was auch immer. Hat aber keinen Plan zurzeit, wo er hinfahren muss. Er kann aber nicht vom Auftrag direkt die Orteigenschaft abrufen, weil die private ist. Ja? Eine kleine Fieslichkeit, die ich in dem Klassendiagramm eingebaut habe, damit wir nämlich jetzt gezwungenermaßen die Methode getEinsatzort aufrufen müssen. Ja? Und getEinsatzort returnt ein Ort. Da ich den nicht genau weiß, schreibe ich hier einfach als Datentyp Ort wieder hin. So, damit weiß der Krankenwagen jetzt, wo es hingeht, und fährt los, um den Patienten zu retten. Damit ist, was den Notarzt hier zumindest in meiner speziellen Version angeht, die Beauftragung abgeschlossen. Ja, und die Alarmfunktion, die der Notarzt hier vor gefühlter Ewigkeit mal angestoßen hat, ja, an der Leitstelle, die kann jetzt endlich returnen. Ja, und dieses Return ist eben ein True, also erfolgreich konnte die Leitstelle hier ein Krankenhaus und Krankenwagen vermitteln. Wir haben dieses True als Return-Wert nicht sofort mit Doppelpunkt dahinter geschrieben, wie zum Beispiel bei Get freie Plätze, weil wir eben eine ganze Latte von Abarbeitungsaufträgen hier, Methodenaufrufen noch mit drin hatten, sodass die Rückgabe verzögert war. Und diese verzögerte Rückgabe wird eben dadurch gekennzeichnet, dass irgendwann dann eine gestrichelte Linie hier entsteht, die dann den Rückgabetyp oder auch hier in dem Fall den Rückgabewert dann abbildet. Ne? Und wenn es so eine gestrichelte Linie als Rückgabe gibt, dann darf aber nicht hier ein Doppelpunkt Rückgabetyp stehen, ja, weil das wäre sonst, würde sich widersprechen. Ja, und all diese Methoden, die Doppelpunkt Rückgabetyp oder Rückgabewert haben, die haben also nicht diese gestrichelte Linie mit dem Rückgabetyp. So, in der Aufgabenstellung hieß es ja, der Notarzt, der hat noch einen Einsatz. Es kommt ein neuer Patient, ein neuer Unfallort. Ja, und er benachrichtigt erneut die Leitstelle. Diese Leitstelle wird wieder die Methode Alarm ausführen. Ne? Genau diese ruft ja auch der Notarzt aus, auf mit einem, ja, tatsächlich dem gleichen Ort O. Okay, hier gibt es halt noch einen Patient. Aber jetzt mit einem anderen Patienten P2. Die Leitstelle wird dann wieder, wir wissen es ja vom Pseudocode, anfangen, erneut alle Krankenhäuser der Reihenfolge
nach, die in der Liste Häuser drin stehen, abzuklappern. Und Maschinen wie auch Verhalten ist halt nicht so smart, ne? Die, wenn man es nicht einprogrammiert, wissen nicht, dass sie schon mal Krankenhaus H1 abgefragt haben, was keine Plätze hatte. Gut, es kann sein, dass es jetzt wieder freie Plätze hat, aber es wird erneut wieder anfangen, Krankenhaus H1 abzufragen nach Plätzen. Die werden wieder null sein. Oder hier in dem Fall ist es halt so. Dann fragen wir Krankenhaus H2 ab. Da haben wir jetzt nicht mehr 10 freie Plätze wie vorhin, sondern bloß noch 9, ne? Weil wir haben ja schon einen Platz wieder vergeben für den Patienten, der gerade in dem Krankenhaus rumfährt und von dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wird. Der Krankenwagen ist noch unterwegs und es war der einzige freie Krankenwagen K2, den das Krankenhaus H2 hatte. Deswegen wird jetzt bei der Frage nach einem freien Krankenwagen die Null zurückkommen. Ne? Damit ist es nicht mehr frei. Und dann muss die Leitstelle sagen, okay, dann frage ich halt das nächste Haus ab. Get freie Plätze vom Krankenhaus H3. Ne? Und in dem Fall wird hier auch sofort H3 seine Aktivität beginnen, wird die Antwort 10 zurückgeben. Danach fragt die Leitstelle nach dem Krankenwagen. Glücklicherweise hat unser Haus H3, es ist ja das letzte in unserer Liste, einen freien Krankenwagen K3. Der Krankenwagen K3, der kriegt jetzt gleich einen Auftrag. Ne? Dieser Auftrag wird wieder erzeugt mit einer Konstruktormethode. Ich gehe mal kurz noch zurück in der Zeit hier. Solange wie wir diesen Auftrag noch nicht erzeugen, gibt es noch keinen Auftrag A2. Ne? Erst in dem Moment, wo der Auftrag über die Konstruktormethode erzeugt wird, und da übergeben wir eben den Ort O2, ja, das ist eigentlich O, das ist ein kleiner Fehler, unseren Patienten 2 und unseren Krankenwagen 3. Und in dem Moment wird hier unser Auftrag beginnen zu existieren. Vorher existiert er nicht, weil vorher gab es den nicht. Erst mit der Konstruktormethode wird er ja erschaffen. Wenn wir jetzt den Auftrag hier erzeugt haben, dann können wir auch unseren Krankenwagen K3, das ist die Lebenslinie von dem Krankenwagen K3, genau hier oben, ne, Krankenwagen K3. Da können wir jetzt den Krankenwagen beauftragen. Hier ist sozusagen der Aufruf dieser Beauftragung. Und Krankenwagen K3 wird dann wieder von dem Auftrag A2 den Einsatzort erfragen müssen, weil, wie gesagt, der war ja private, den konnte er nicht direkt einsehen. Also muss er den erfragen. So, und unsere Leitstelle hat dann hier also auch den zweiten Krankenwagen beauftragt, eben mit dem Auftrag A2. Der returnt natürlich auch true sofort, weil er ja frei ist. Das haben wir vorher geklärt, dass der frei ist. Und laut der Formulierung der Aufgabenstellung wird irgendwann später dann der Krankenwagen K2 den Patienten zurückgeben. Und das ist das, was jetzt noch fehlt. Der Patient P1 wird von dem Krankenwagen K2 an das Krankenhaus H2 übergeben. Also hier beginnt das Krankenhaus wieder zu leben. Ja, klar, das ist nicht, also aktiv zu sein, das ist nicht inaktiv die ganze Zeit, weil das versorgt ja andere Patienten. Aber für genau unseren Fall, den wir hier betrachten, dass der Notarzt den Patienten P1 an die Leitstelle übergeben möchte und so weiter, für genau diesen Fall hat das Krankenhaus H2 halt jetzt bisher erstmal nichts gemacht. Es hat sich, nachdem es hier beantwortet hat, wie viele freie Plätze es gibt und Krankenwege, hat es sich dann wieder schlafen gelegt, ne, und hat nichts mehr weiter gemacht. Jetzt wird der Krankenwagen K2 allerdings dem Krankenhaus H2 den Patienten übergeben. Dadurch wacht es wieder auf, ne, und kriegt dann den Patienten P1. Es wird nichts returned, deswegen steht hier Void. So, und damit ist der Krankenwagen K2 fertig. Ja, der hat jetzt
alles gemacht, was er sollte, fährt zu seinem Stellplatz zurück und geht auch wieder schlafen. Ne? Und das Krankenhaus versorgt den Patienten und wird dann auch wieder schlafen, bis das nächste Mal irgendjemand da was übergeben muss an das Krankenhaus. Dann wacht es wieder auf oder bis es wieder nachgefragt wird, wie viele Freiplätze es hat. Unser Krankenwagen K3 wird dann auch irgendwann fertig und holt den Patienten ab, ne, und übergibt diesen Patienten P2 an das Krankenhaus. Und das sehen wir dann hier. Hier ist die Linie von H3 und unser Krankenwagen K3 übergibt den Patienten P2 an dieses Krankenhaus und legt sich dann danach auch schlafen, also ist danach auch fertig. Und jetzt kann endlich auch von unserem zweiten Alarm die Return True beantwortet werden. Ne? Der Notarzt kriegt jetzt hier also gesagt, ja, also eigentlich noch vor dem Übergabe, ja, das hat die Übergaben, die finden zeitlich erst später statt, das sehen wir zeitlich später, heißt weiter unten auf der Y-Achse. Und nach der Beauftragung hier, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, da wurde also dann das True an den Notarzt rausgegeben. Damit weiß er, okay, die kümmern sich drum, ich muss jetzt nicht mehr weitere Krankenhäuser mir anschauen. Und damit sind wir durch, haben alle Diagramme, die ich hier besprechen wollte, mal angeschaut. Und ihr seht schon, man sieht hier also die Zeit, wie sie verläuft. Wir sehen ganz genau, wer kommuniziert mit wem. Das Kommunizieren wird eben erreicht, indem man Methoden aufruft und die Methoden nutzt, um Parameter zu übergeben. Ja, das ist dann das Kommunizieren. Und wir sehen auch, was machen die jeweiligen Instanzen hier. Hier oben ist nochmal die Kopfzeile der Instanzen. Was machen die eigentlich so? Wann sind die aktiv? Ja, wir sehen immer dann, wenn hier ein Aktivitätsbalken entsteht, dann sind die aktiv. Wir sehen, mit wem kommunizieren sie, was übergeben sie da, was geben sie zurück. Und das ist eben der große Vorteil von dem Sequenzdiagramm, dass wir hier sehr schön die Nebenläufigkeit, die zeitliche Abarbeitung und die Kommunikation sichtbar machen können. So, und all das zusammen, jetzt kann man wahrscheinlich nichts mehr sehen, all das zusammen wird dann zum Beispiel in einem Pflichtenheft eingetragen, in dem also schon der Systemanalyst ausarbeitet, wie die Software mal funktionieren wird, was gibt es für Verhalten, was gibt es für Instanzen, wie kommunizieren diese Instanzen, was gibt es für Zustände, unter welchen Bedingungen werden welche Aktivitäten ausgeführt und wann nicht. Ja, und das wird eben über die Struktur vom Klassendiagramm und das Verhalten von den restlichen Diagrammen plus Pseudocode dann ausgedrückt. Und wenn ich Struktur und Verhalten gemeinsam beschrieben habe, dann ist im Grunde die Konzeption soweit fertig und sie kann an die Entwicklungsabteilung überstellt werden, die dann beginnen, das Ganze zu realisieren. Damit möchte ich meine kleine Ausführung schließen. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß mit der Erstellung eigener toller Klassendiagramme, Sequenzdiagramme, Aktivitätsdiagramme und Zustandsdiagramme und natürlich Pseudocode darf man auch nicht vergessen. Also macht's gut. Ciao, ciao.